Also dann die Vorbereitung zum zweiten Durchgang. Auf der Pole Position, da steht Richard Lietz, der auch den Start jetzt fahren wird. Und er ist umrahmt vom nächsten Porsche-Werksfahrer, nämlich von Patrick Pilet, der auch den Start fahren wird in der Startnummer 16. Also Auto Orlando gegen IMSA Performance Mammut Racing Team, also Startreihe 1 mit Porsche. Dann geht's weiter mit den zahlreichen Ferrari-Piloten Matt Griffin vor Marcel Fessler, Marco Chiocci und Michele Rugolo. Das sind die nächsten Piloten in der Startausstellung in der GTS-Klasse. Da war Philipp Peter schnellster und wird auch Startfahrer sein, nachdem man samstags halt aufgrund des Reifenschadens keinen Sieg einfahren konnte. Das erste Mal also in diesem Jahr geschlagen war. Trotzdem führen Philipp Peter und sein Teamkollege Prostiewski diese Klasse nach wie vor an vor Guerrero und Petrini. In der Super GT, da führen Rocco Lorici vor Lietz und Roder. Also 6 Punkte Rückstand für die Porsche Crew und weitere 4 Punkte dahinter Marcel Fessler und Joel Kamatias. So viel also nach dem Stand der Dinge samstags. Jetzt geht's also in den zweiten Durchgang hinein. Das Rennen etwas kürzer, keine 70, sondern 50 Minuten stehen hier auf dem Programm. Das Ganze sonntags mittags beim sogenannten GT Open Race, so heißt diese Version. Und der Start ist freigegeben. Sehr breite Start- und Zielgerade hier auf dieser schönen Anlage. Und ihr seht es, wie es hier bergab geht in diese schnelle Rechtskurve hinein. Samstagsabends hat es hier schon ein bisschen Kleinholz gegeben. Jetzt etwas mehr Disziplin. Ja, die beiden Porsche-Fahrer an der Spitze. Lietz und Pelé, die arrangieren sich, können erstmal die Ferrari-Meute hinter sich halten. Eine Ausgangssituation ist natürlich klar für Richard Lietz. Er muss einen möglichst großen Vorsprung nach Hause fahren, den dann Gianluca Roda verteidigen möchte in der zweiten Hälfte des Rennens. So, und dieses Auto, das kennen wir bereits. Das ist wieder unser portugiesischer Porsche mit Cochero und Joao, die nach ihrer Zeitstrafe also wieder das Rennen von weiter hinten aufnehmen müssen. So, da qualmt es wieder. Warum? Weil sich ganz einfach die Startnummer 10 hier ins Abseits gedreht hat. Vlamen Kralev, der Bulgare, sitzt jetzt in der Startphase am Steuer und hat sich da so ein bisschen übernommen. Im Moment läuft alles nach Plan für Richard Lietz, aber die Konkurrenz, die lauert im Nacken. Zum Beispiel auch mit Marcel Fessler und Joel Kamatias, die beim Saisonauftakt in Imola sonntags die Nase vorne hatten. Während wir hier Philipp Peter sehen. Österreicher mit Schweizer Pass oder Schweizer mit Österreicher Pass. Österreichischen Pass. Er hat auch meistens beide Wappen auf seinem Overall aufgenäht. Ist er im Tessin aufgewachsen, aber ihn und seit vielen Jahren im Sportwagensport, im GT-Sport ein sehr beliebter Pilot, inzwischen ja auch bei der Le Mans-Serie dabei. Also kaum ein Wochenende, wo der Wiener oder Tessiner, wie immer sie mögen, ins Lenkrad greift. Und da gibt es also auch einige Partner, wie hier sein Teamkollege, die dann entsprechend ins Portemonnaie greifen, um einen Profi wie Philipp Peter hier für die GTS-Klasse zu verpflichten. Nichts Neues an der Spitze, aber wir sehen, die Startnummer 5 gibt mächtig Gas. Marcel Fessler hier in der Startphase holt hier Position um Position auf. Noch ist er Vierter, aber Startnummer 9, die hat er sich schon zurechtgelegt und die liegt auf Platz 3. Matt Griffin als Startfahrer. So richtig absetzen kann sich der Richard Lietz nicht. Nach